Gut, ja, wie gesagt, auch von mir, danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema, wie wir wissen. Ich meine, der Klimawandel oder wie man ihn vielleicht eher schon bezeichnen kann, die kommende Klimakatastrophe ist, wie der Klimastreik vor ein paar Wochen auch wieder gezeigt hat, noch immer ein brandaktuelles Thema innerhalb der Jugend. Und einerseits ist es natürlich irgendwie durch den Sommer bedingt, wenn wir uns zurückerinnern, beziehungsweise versuchen, einen Überblick zu behalten, was irgendwie alles passiert ist. Dürren in China und der USA, fette Überflutungen in Mitteleuropa, Waldbrände in Griechenland. Also man hat irgendwie den Eindruck, die Katastrophe kommt irgendwie doch in schnelleren Schritten irgendwie auf uns zu als gedacht so. Und das ist irgendwie, glaube ich, einer der Gründe, warum das Thema noch immer halt in den Köpfen von uns allen ist und warum man auf die Straße geht so. Aber andererseits ist halt das Ding, dass hinter der Klimabewegung eine Jugend steht, die halt einfach fertig mit ihrem Leben ist, so. Also seitdem wir auf der Welt sind, so, gibt es halt eine Krise nach der anderen. Wirtschaftskrise, Klimakrise, Corona-Krise, von den ganzen anderen unzähligen Problemen wie Sexismus und Rassismus mal abgesehen, die irgendwie auch immer stärker grassieren, so. Und das ist irgendwie ein weltweites Problem, Phänomen so, aber das zählt irgendwie auch in Österreich so. Da gibt es zum Beispiel vor kurzem eine Studie von der Allianz Bank, ich weiß nicht, wer die kennt, Allianz, ist auch nicht so wichtig, und die hat quasi so ein bisschen geguckt, wie sich die Jugend fühlt. Und der Titel von dieser Studie hat auch einen ganz treffenden Titel, und zwar Lebenszufriedenheit junger Menschen im Sinkflug. Und die Keypoints von diesem Bericht, die man auch nicht einmal irgendwie selbst herausarbeiten musste, waren: nur jeder zweite Und jeder zweite 14- bis 24-Jährige ist mit dem Leben zufrieden. Nur jede dritte macht sich Sorgen um die Zukunft. Jeder vierte leidet unter psychischen Problemen. Die Jugend ist oft müde, gestresst und überfordert, wobei vor allem junge Frauen betroffen sind. Und Top-Risiko Klimawandel. Jeder dritte ist wütend. Schuld in ihren Augen ist vor allem die Industrie so. Und das ist irgendwie der letzte Teil, das Coole, weil ich meine, okay, traurig sein und so ist irgendwie eine Sache so, aber wir stecken irgendwie die Hände nicht in die Hosentaschen, sondern wir wollen, dass sich was ändert so. Man ist bereit, was zu machen. Wir wollen irgendwie nicht tatenlos zusehen und die Klimabewegung ist einfach der Ausdruck einer Jugend, die bereit ist, für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen so. Und jetzt ist es aber so, dass wir schon 8 Klimastreiks hinter uns haben und bis auf die 2, die während der schlimmsten Phasen von Corona waren, waren die auch alle halt sehr groß. Also seit 2 Jahren geht eigentlich, ist die Jugend in Bewegung und wir haben halt allerlei tolle Versprechen von Politikern und Unternehmern gehört, jetzt tut sich was, aber so gefühlt hat sich eigentlich noch nichts getan. Genauer, nicht nur gefühlt, sondern auch schwarz auf weiß. Vor kurzem ist der Hauptbericht für die nächste weltweite Klimakonferenz Ende Oktober geleakt worden von Wissenschaftlern, die Angst hatten, dass der sonst noch abgeschwächt wird. Ich weiß nicht, wer ihn mitbekommen hat. In den Medien ist er durchgegangen als Code Red für den Klimawandel. Und die schreiben halt so: ja, das Ziel, dass wir die Erderwärmung über unter 1,5 Grad halten, quasi im Vergleich zum vorindustriellen Niveau, das ist wohl gelaufen. Und wenn wir zumindest irgendwie 2 Grad, über 2 Grad verhindern wollen, dann müsste halt bis spätestens 2025 die CO2-Emission beginnen, rapide zu sinken, so. Und ich meine, ja, wir haben jetzt Ende 2021, fast 22. Das sind so 3 Jahre. Also ist ein bisschen ein Zeitstress in Wirklichkeit, so. Und wenn also die Jugend so sehr kämpft, warum gibt es noch kein handgreifliches Ergebnis? Und das Erste, was man irgendwie machen kann, um denen auf den Grund zu gehen, ist sich halt mal die generelle Strategie der Klimabewegung anzuschauen. So. Also wie wollen wir das, also wie will man das irgendwie erreichen? So. Und am besten schaut man sich dafür die Führung der Klimabewegung an, also die Fridays for Future. Und wenn man halt wissen will, was so der Plan ist, dann kann man zum Beispiel auf die Webseite gehen unter Forderungen. Und was sieht man da? Was steht da? Unter anderem wird zum Beispiel gefordert: um das Überleben auf dem Planeten zu sichern, muss die Erderwärmung unter 1,5 Grad bleiben. Alright. Und die Klimakrise muss von den Entscheidungsträgerinnen öffentlich als Aufgabe höchste Priorität anerkannt werden. Oder damit auf allen staatlichen Ebenen Klimaschutz Priorität eingeräumt wird, muss Klimaschutz in der Verfassung und im Bundesrecht verankert werden. Es braucht eine ökosoziale Steuerreform oder, mein Highlight, Klima-Corona-Deal. Die österreichische Regierung steht vor der historischen Gelegenheit, die staatlichen Rettungsgelder intelligent und klimagerecht zu investieren.
Die Covid-19-Pandemie hat der Welt gezeigt, wie schnell und entschlossen wir als Gesellschaft handeln können, um eine Katastrophe abzuwenden. Also ich meine, wer in den letzten 2 Jahren in der Schule oder in der Uni gewesen ist, hoppsala, der wird es, glaube ich, ein bisschen in Frage stellen, wie schnell und konsequent irgendwie in der Corona-Krise gehandelt worden ist. Aber von dem Punkt mal abgesehen, kann man eigentlich sehr gut rauslesen, was die generelle Hoffnung hier ist. Die Regierungen und der Staatsapparat, die sollen ein bisschen was machen, so auch Unternehmer bzw. Kapitalisten. Vielleicht muss man die ein bisschen motivieren mit Subventionen oder sowas. Und das alles unterstützt von allerlei Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Sprich, ein Konglomerat, was wir als Marxisten in Summe als die Bürgerlichen bezeichnen würden. Und was sind das irgendwie? Also, was kann man irgendwie also sagen? Was ist die Essenz? Die Leute, die also augenscheinlich die Macht haben, sollen was gegen den Klimawandel tun, auch wenn wir sie ein bisschen antreiben müssen. So, das ist quasi die Essenz von dieser Strategie so. Und gibt es irgendwie diesen Teil der Bürgerlichen, des Bürgertums, die sich denken, wir müssen was gegen den Klimawandel unternehmen? Offensichtlich ja. Also es gibt irgendwie diese weitsichtigeren Teile, wenn man an die ganzen großen Regierungsprogramme oder Konferenzen von ihnen denkt. Joe Biden, sein neuer Nach-Corona-Plan heißt irgendwie Build Back Better, also besser wieder aufbauen. Oder diese große Konferenz in Davos, bin ich ganz sicher, hat irgendwie den Titel Der große Neustart oder so getragen. Aber was motiviert diese Schicht an Bürgerlichen eigentlich, dass sie den Kapitalismus ändern wollen, dass sie den reformieren wollen? Und hier ist besonders ein Ex-BlackRock-Manager namens Tariq Fancy interessant. Also was ist irgendwie BlackRock? Das ist so der einer der größten Investmentfonds der Welt. Was ist so? Kapitalisten machen sich nicht mal mehr selbst Gedanken, wo sie ihr Geld investieren wollen, um Profite zu machen, sondern sie geben es Unternehmen, die sich dann überlegen, wie man das irgendwie investieren kann, so. Und der war halt dort für das ökosoziale Investment verantwortlich, hat vor kurzem seinen Job hingeschmissen und sein Essay geschrieben. Und da schreibt er, wenn man wirklich an den Kapitalismus glaubt, sollte man zutiefst beunruhigt sein. Eine ganze Generation an Anführern ruiniert alles, indem sie eine verzerrte Version eines Systems verteidigen, das vor allem den wenigen zugunsten der vielen nützt, irreversibel die Natur zerstört hat und Regierungen mit Schuldenbergen überlädt, mit denen sich zukünftige Generationen herumschlagen müssen. Hier wird der Glaube der Öffentlichkeit in Politik und Demokratie zerstört, was das Risiko steigert, dass uns nicht nur Klimaschocks, sondern auch politische Schocks bevorstehen. Und wie gesagt, so ein fetter Investmentmanager ist ja für Reiche irgendwie ein interessantes, wie soll ich sagen, interessante Persönlichkeit. Deswegen ist er dann auch interviewt worden. Und er sagte dann: Ich bin ein Kapitalist. Und meine größte Sorge ist, dass der Kapitalismus in Gefahr ist. Nicht von Leuten wie Bernie Sanders, also diesem linken Senator da aus Amerika, sondern von Leuten, die glauben, es bräuchte keine Reform. Manchmal habe ich das Gefühl, wir merken gar nicht, dass mehr als die Hälfte aller Millennials nicht mehr an den Kapitalismus glaubt. So. Und ich meine, das ist jetzt kein Marxist, der hier die Hoffnung für die Revolution macht, so, sondern das ist einer, der halt fette Kohle verwaltet, der sich da irgendwie Sorgen macht. So. Und er trifft halt diese Einstellung von diesem weitsichtigen Bürger irgendwie ziemlich gut so. Der Klimawandel, das ist nicht das große Problem. Also ich meine, ich kann mir irgendwo Inseln kaufen, ich habe genug Geld, wenn die Lebensmittel knapp werden, whatever so. Das Hauptproblem ist, dass das halt der Kapitalismus ist mein System, das in den Augen der Öffentlichkeit halt abkackt und wenn ich Pech habe, die Wut der Massen aufheizt, die dieses System halt irgendwann stürzen werden und halt damit irgendwie auch mich. Und nachdem eben, wie gesagt, der Klimawandel das sehr deutlich demonstriert, ist er auch besonders im Fokus von denen. Und man muss auf jeden Fall sagen, die haben einen sehr guten Einblick, was zu tun ist. Also sie sind nicht blind oder so. Da gibt es eine ganze Reihe von Berichten von ihren Regierungsorganisationen, die sagen auch alle in etwa das Gleiche. Aber wenn man sich einen spezifischeren mal anschaut, ich habe mir jetzt so einen namens Net Zero by 2050 angeschaut, kann man echt ganz interessante Sachen sehen. Also, was schätzen die so, was es generell braucht? Sie sagen, es bräuchte eine allgemeine Verdopplung der jährlichen Investitionen in den Energiebereich auf 5% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Wer keine Zahlen mag, was heißt das ungefähr?
Naja, was die EU rausgeballert hat an so Hilfspaketen in Corona-Zeiten, das war ungefähr 5% der EU-Wirtschaftsleistung, größenordnungsmäßig. Und wenn wir uns irgendwie umschauen, das ist einhergegangen mit massiver Verschwendung und Versickerung öffentlicher Gelder in den Taschen von Konzernbesitzern, explodierenden Staatsschulden, wo jetzt irgendwie gesagt wird, dass das instabil ist und dass wir, also vor allen Dingen wir, die Gürtel enger schnallen müssen, um diese Schulden zurückzuzahlen. So. Und diese Kraftanstrengung, sagt der Bericht, nicht einmal so, und dann hat man 7 Jahre Zeit, die Scherben aufzukehren, sondern jedes Jahr bis 2050 so. Und was würde man mit all diesen Unmengen an gesellschaftlichen Ressourcen machen so? Zum Beispiel bis 2030 die Geschwindigkeit, mit der Wind- und Solarfarmen gebaut werden, vervierfachen. Nicht die Anzahl, die Geschwindigkeit, mit der die pro Jahr gebaut werden. Oder Bergwerke, da braucht es viel mehr, die siebenfache Kapazität, weil wir brauchen irgendwie Kupfer und seltene Erden für die ganzen Batterien und Generatoren. So. Also, das ist mega interessant für uns. Also mal von dem Punkt abgesehen, dass irgendwie es sehr wohl möglich ist, einen gesamthaften Überblick über die weltweite Produktion irgendwie zu erlangen und daraus abzuleiten, so eine Art Plan, so einen gesamthaften, was, wann, wie, in welchem Ausmaß investiert werden soll. Weil man ja sagt, Planwirtschaft ist ja unmöglich. Aber von dem Punkt mal irgendwie abgesehen, er zeigt uns, was das für eine immense Anstrengung eigentlich bedeutet so. Hier soll nicht ein paar Chemikalien verboten werden oder so, was der Kapitalismus schon mal geschafft hat. Hier soll die gesamte Wirtschaft, die über Jahrhunderte gewachsen ist, innerhalb von 10, 20 Jahren komplett um 180 Grad gedreht werden. So, das ist irgendwie die Herausforderung, so, vor der die Gesellschaft steht so. Und haben die bürgerlichen Werkzeuge, um quasi die diesen Herausforderungen irgendwie ebenbürtig sind, so. Was haben sie da? Ein Weg, den sie vorschlagen, ist, dass man mehr oder weniger hofft, dass es eigentlich doch sehr viel profitabler für die einzelnen Kapitalisten wäre, grün und sozial zu investieren. Quasi so viel Geld machen und trotzdem gut dabei aussehen. Das trägt den Namen ökosoziales Investment und boomt gerade voll. Also ein Viertel der jährlichen Neuinvestitionen fällt in diese Kategorie und die Investitionen in den grünen Bereich generell so. Aber wenn man sich das irgendwie näher anschaut, dann fällt dieser grüne Lack irgendwie schnell ab. Laut dem Economist zum Beispiel investieren die größten 20 ökosozialen Fonds hauptsächlich in Tech-Unternehmen, okay, Google und was auch immer, aber auch in Ölkonzerne und absolut gar nicht in Unternehmen oder Firmen, die eigentlich für die Energiewende notwendig wären. Und der Grund laut dem Economist, warum sowas geht, warum deren Papier trotzdem ökosozial sein können, ganz einfach. Weil niemand einen wirklichen Einblick hat, wie diese Konzerne funktionieren, wie den ganzen intransparenten Strukturen und Auslagerungen und die Berichte, die sie quasi schreiben, wo sie darüber Zeugnis ablegen, wie grün und sozial sie sind, die sind halt einfach geschönt, weil schlussendlich, welcher Konzern hat Interesse daran, ehrlich zu sein, wenn ihm halt dann lebenswichtige Investitionen einfach flöten gehen so. Und auch diese steigenden Investitionen in den grünen Bereich, die finden nicht da statt, wo man es irgendwie bräuchte, also Energie, also Stromnetz ausbauen, sondern halt hauptsächlich so Elektromobilität. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. So, niemand will das Elektrizitätsnetz ausbauen. Das ist urviel Investment, wenig Profit, mega anstrengend. Aber so Elektromobilität, da gibt es einfach urviele kleine Unternehmen, die aufpoppen, hauptsächlich mit Versprechen agieren und nicht mit Technologien. Da kann man dann schnell eins aufkaufen, das hypen und dann wieder für Profit mehr verkaufen, bevor jemand merkt, dass es ein Luftschloss ist. Quasi hier kann man schnell viel Profit machen, wenn auch halt nicht auf sinnvolle Art und Weise so. Und auch dieser Investmentbanker von vorhin, den ich erwähnt habe, so kritisiert das voll. Also ich meine, er sagt halt, Leute, wir machen noch immer nichts. Die Leute werden trotzdem Haas sein, so. Also das ist irgendwie keine gute Taktik, die wir hier haben. Und er schreibt halt so, die meisten von uns müssten inzwischen wissen, dass das System nicht die Resultate hervorbringt, von denen wir reden. So wie es steht, ist das System darauf fokussiert, so schnell wie möglich Profit herauszuquetschen. Und der private Sektor reagiert auf die gesellschaftliche Wut, indem er beginnt, eine Reihe von überteuerten grünen Finanzprodukten zu verkaufen, ohne die geringste Auswirkung auf die reale Welt. Was gut für kurzfristige Profite ist, ist nun mal schlecht für die Gesellschaft. Und mit größer werdenden Zweifeln der Gesellschaft konfrontiert, ob wir wirklich uns selbst regulieren können, nachdem unsere Profitinteressen der Gesellschaft seit Jahrzehnten geschadet haben, verkünden wir, die Business Leader, dass jetzt eine neue magische Welt existiert, wo Profit und Sinnhaftigkeit sich überlappen.
Was meint er irgendwie, wenn er sagt, Sinn und Profite überlappen sich? Das, was halt, oder überlappen sich halt nicht, das, was halt Marxisten immer betonen. Und zwar, dass der Kapitalismus nur einen Sinn hat, Profit zu erzeugen. Kapitalisten denken sich nicht, wie kann ich den Reichtum, den wir im Übrigen die ganzen Arbeiter erzeugt haben, wie kann ich den im Sinne der Gesamtgesellschaft einsetzen, so, sprich sinnvoll nutzen. So, das denken sie nicht. Sie denken sich, wie kann ich diesen Reichtum verwenden, um noch mehr Reichtum für mich aus der Gesellschaft herauszuquetschen, egal ob das jetzt gut für die Umwelt ist oder nicht so. Und es ist keine spezifische Boshaftigkeit von ihnen so, also sind keine bösen Menschen per se so, sondern das Ding ist halt, es gibt eine Marktwirtschaft so, also es gibt einen Dschungel des Marktes und der Kapitalist, der halt sich nicht irgendwie am schnellsten vergrößert und die meisten Profite macht so, der wird halt nicht lang Kapitalist bleiben so. Genau. Und was ist da irgendwie die Lösung, die sich dieser Tariq Fancy vorstellt? Er hat dann auch so ein Kapitel, das heißt, den Kapitalismus vor den Kapitalisten retten. Und er sagt so, ja, der Staat soll irgendwie dafür sorgen, dass Kapitalisten grün und sozial sein doch als profitabler empfinden. Und wir haben, wer jetzt ein bisschen die Nachrichten gelesen hat, der kennt auch die konkrete Ausführung von diesem Plan, nämlich die euphemistisch genannte ökosoziale CO2-Steuer und der damit verbundene Emissionshandel so. Also, und dieser Emissionshandel zum Beispiel, der ist prinzipiell nichts Neues, also den gibt es EU-weit schon seit 2005. Die Idee ist relativ einfach. Jeder Konzern, der CO2 ausstoßen will, muss halt Zertifikate für jede Tonne kaufen. Und von denen werden halt nur eine begrenzte Anzahl pro Jahr von der EU versteigert. Und bis jetzt ist der Umfang nicht so mega groß. Es sind nur Teile der Industrie wie Stahl und vor allen Dingen Stromerzeuger gezwungen, diese Zertifikate zu erwerben. Aber das Ding ist, Staaten können auch Zertifikate in größerem Ausmaß einfach verschenken und insbesondere die Industrie hat so viel von diesen Zertifikaten geschenkt bekommen, dass sie gar keinen Anlass gesehen hat, ihre Emissionen zu reduzieren, sondern überschüssige Zertifikate einfach verkauft hat und mit diesem Kontrollmechanismus in den Jahren 2008 bis 2019 sogar 16 Milliarden Euro zusätzlichen Profit bekommen hat. So. Und ich meine, okay, wir lachen drüber, eigentlich ist es irgendwie traurig so und noch traurig, was heißt trauriger, erwartungshalber ist das irgendwie, wird das von der EU gerade mega gefeiert so, ein bisschen zu Recht, weil es hat ja auch den Kohleausstieg tatsächlich vorangetrieben und das ist eigentlich so ziemlich der einzige Grund, warum die EU jetzt ihr Klimaziel bis 2020 erreichen konnte. Aber viele Leute bemerken, also halblinke Magazine wie Vox oder die Vox, aber auch die Vereinigung Europäischer Stahlindustrieller bemerken halt so, ja, das ist eigentlich die leichteste Aufwärmübung in der Energiewende ever gewesen, von Kohle auf Gas zu wechseln. So, das ist kein großartiger finanzieller Aufwand, so ein, quasi von den Technologien ist das irgendwie kein großer finanzieller Unterschied so. Und vor allen Dingen das Wichtigste, wenn ich Solar, Wind und Wasser ausbauen will, was halt quasi ortsgebunden ist und auch zeitlich gebunden ist, so, dann muss ich halt das gesamte Energienetz umbasteln, so komplett ausbauen, Speicherkapazitäten schaffen, was weiß ich nicht. Und ob ich da jetzt ein Gas- oder Kohlekraftwerk habe, ist nicht so der mega große Unterschied, so. Und selbst diese kleinen zierlichen Schritte, die quasi dieser Emissionshandel vorangeschafft hat, scheinen mega instabil zu sein. Gerade gibt es Schwankungen am Gasmarkt. Und im Sommer haben erneuerbare Energien viel zu wenig Strom erzeugt. Und das bedeutet halt logischerweise, dass im Winter wieder vermehrt Kohlekraftwerke angeschalten werden müssen. Alright, was passiert? Diese Kohlekraftwerke müssten nur viele CO2-Zertifikate kaufen. Okay. Aber findige Spekulanten kommen dem zuvor und kaufen gerade alle Zertifikate auf, die sie irgendwie kriegen können. Der Preis für die Dinger explodiert. Und damit halt natürlich dann auch der Strompreis. Weil was machen denn diese Kohlekonzerne, so diese Kohlekraftwerkskonzerne, so, wenn die diese zusätzlichen Ausgaben für diese Zertifikate haben? Ja, die geben den Preis einfach an uns weiter. So, der Strompreis wird halt einfach steigen. So, die freuen sich irgendwie. Freuen tun sich auch die Besitzer von erneuerbaren Energiekraftwerken. Die sind ja aufgebaut worden mit Milliarden öffentlichen Geldern. Jetzt können sie quasi die Zertifikate, die sie geschenkt bekommen, auch noch mega teuer verkaufen. Der Staat freut sich durch die zusätzlichen Steuereinnahmen. Alle gewinnen. Wunderschöne Welt. Die einzigen, die in die Röhre schauen, ist halt die Arbeiterklasse. Das ist eine ziemlich große Röhre, die halt diese ganzen Kosten irgendwie tragen darf, so. Und das ist irgendwie nur ein Vorgeschmack. Wir müssen uns überlegen, es wird eine Phase geben, wo erneuerbare Energien so weit ausgebaut sind, dass sie den Strompreis drücken und fossile Energieträger
quasi nicht rentabel machen. Aber das zu einem Zeitpunkt, wo diese Volatilität der Erneuerbaren noch nicht ausgeglichen ist durch irgendwelche anderen Technologien. Und der Economist, der das schon früher bemerkt hat, hat er dazu gemeint, ja, das Allerrationalste wäre halt, dass man halt Kohlekraftwerke auf Standby hält und wirklich nur zu Ausnahmefällen quasi anschaltet, wenn es besonders kalt ist oder große Stoßzeiten sind oder sowas. Aber dass das wahrscheinlich nicht machbar ist, weil wer will, welcher Kohlekonzern will das machen, das Geld reinstecken, dass es mal 2, 3 Tage im Jahr anstellen kann, so, sondern vielmehr müssen wir, die Konsumenten, also wir wieder, uns von diesem Luxus verabschieden, in mittelfristiger Zukunft durchgehend Strom zu erhalten, wenn wir das gerne hätten, so, sondern mehr drauf, also ja, und wenn wir es gerne hätten, müssen wir halt irgendwie mehr drauf zahlen, so. Also man sieht hier irgendwie sehr gut, was der Kapitalismus im Kern ist, oder? Es ist ein extrem anarchisches, chaotisches System, wo auf der einen Seite Kapazitäten ab- oder aufgebaut werden, ohne dass die notwendigen Folgeinvestitionen an anderer Stelle getroffen werden, so. Und jeder delikate, ausbalancierte Versuch, quasi von außen über Steuern und Finanzinstrumente oder anreizende Subventionen, so ein geplantes, kontrolliertes Element der Größenordnung einzuführen, die es irgendwie für den Klimawandel bräuchte, wird halt scheitern, wenn ich die Produktionsmittel der Kapitalisten nicht direkt kontrolliere, so. Und diese Grundproblematik hat Karl Marx, der Marxist OG, schon sehr schön beschrieben. Und zwar der Widerspruch im Kapitalismus ist halt die gesellschaftliche Produktion gegenüber der privaten Aneignung. Also alle sind voneinander abhängig, die Industrie und die Produktion sind extrem ineinander verwachsen so, aber dieser gesamte Gesamtkomplex ist aufgeteilt auf einzelne Kapitalisten so, die mal hier Teile kontrollieren, mal hier und zwar völlig ohne Rücksicht auf diese Tatsache, dass alles verbunden ist, sondern nur auf Rücksicht, dass sie halt ihre eigenen Interessen irgendwie nachgehen so. Es ist ein bisschen wie so ein Auto, wo jeder einen Teil fährt. Einer hält so den Lenkrad, einer hält irgendwie die Kupplung, einer hält die Bremse und jeder will aber in eine andere Richtung quasi fahren so. Und der Staatsapparat ist hier nicht, wie es sich irgendwie manche Linke wünschen, ein Werkzeug, um gegen diese Marktanarchie oder diese Profitgier vorzugehen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, es ist der Staatsapparat, der konkret diese CO2-Steuer und diesen Emissionshandel ausgearbeitet hat, so, sich quasi darum kümmert, dass er durchgesetzt wird und gegen diese ganzen Probleme, die ich vorhin erwähnt habe, auch nichts wirklich unternimmt, so. Und das ist irgendwie kein Zufall. Also, ich meine, wer die Zeitungen der letzten Jahre miterlebt hat, so. Die ÖVP hat irgendwie einen Korruptionsskandal und Parteienfinanzierungsskandal irgendwie nach den anderen, so. Das heißt, der Staatsapparat ist irgendwie über viele Fäden mit den Kapitalisten verbunden, so. Mein Strache hat es auch gut auf den Punkt gebracht. Wie sagt man, pointiert wie immer, die Novomatic zahlt alle. Aber das andere ist halt, der Staatsapparat wäre auch gar nicht in der Lage. Also, wie sollen ein paar tausend Beamte jeglichen, also allen möglichen Aufzeichnungen jeder größeren Unternehmen genau nachgehen, um zu schauen, ob etwas verheimlicht oder verschleppt wird, so. Oder quasi den geordneten Ablauf eines allumfassenden Plans quasi nachverfolgen, der quasi dafür da ist, die gesamte Industrie quasi umzukrempeln. Verstehst du, was ich meine? Sie sind ja schon mit den Panama-Papieren irgendwie überfordert, die abzuarbeiten. Und man kann zwar Regierungen wählen und man kann irgendwie hier und da ein paar Gesetze ändern, wie der Staatsapparat funktioniert so, aber das ändert irgendwie an diesem Wesen nichts. Also ich kann noch so viel am Auto rumschrauben, außer ich fahre mit 180 in den Kreisel, wird es halt nicht mit Fliegen beginnen so. Und warum ist das irgendwie so? Weil der Staatsapparat halt ein Hauptinteresse hat oder halt für ein Hauptinteresse da ist, und zwar die Ausbeutung der Arbeiterklasse sicherzustellen. Diese ganze Maschinenstaat ist halt dafür da, den Schutz des privaten Eigentums an Produktionsmitteln. Sprich quasi, dass die Werkzeuge und Ressourcen, die die Gesellschaft braucht, aber die von Abermillionen Arbeitern in Bewegung gehalten werden, so, dass diese trotzdem der Kontrolle einzelner Kapitalisten unterliegen können, was ja eine interessante Tatsache ist, so. Und wofür ist er irgendwie nicht da? Surprise! Eine allumfassende Planwirtschaft zu organisieren, die aber genau das ist, was es braucht und was die Bürgerlichen selbst sehr gut wissen, dass es irgendwie genau das bräuchte so. Aber eine gesamthafte Planwirtschaft würde halt genau dieses Privateigentum und damit die Kapitalisten abschaffen. Das heißt, hier ist einfach eine Grenze, die sie nicht überschreiten können und eigentlich halt auch nicht wollen. Sie wollen die Quadratur des Kreises, sie wollen Kapitalisten und Planwirtschaft so.
Das ist ein Widerspruch so. Und dann, okay, was jetzt? Schwierig. Gibt es vielleicht irgendeine andere gesellschaftliche Kraft, die die gesamte Produktion einheitlich kontrollieren könnte, die außerdem kein Interesse daran hat, diese zulasten der breiten Masse zu verwenden? Wer könnte das sein? Naja, die Arbeiterklasse, also Lohnabhängige so, oder? Ich meine, erstens sind sie diejenigen, wir unter anderem, die halt die Produktion am Laufen hält, also nicht nur am Fließband, sondern auch die Organisierung der Arbeit, Forschung, was weiß ich nicht so. Das machen ja die Kapitalisten alles nicht mehr selbst so. Aber vor allen Dingen ist sie halt genau diese breite Masse, die halt normalerweise mit diesen Produktionsmitteln ausgequetscht wird so. Und wenn es also diese Kraft gibt, die tun kann, was notwendig ist, im Gegensatz zu den Bürgerlichen, dann muss sich die Klimabewegung oder eine Klimabewegung die Frage stellen, nicht, wie kann ich die Bürgerlichen dazu bringen, was zu machen, sondern wie kann ich diese große, mächtige Arbeiterklasse in Bewegung setzen, so. Und okay, ich meine, die macht gerade keine Revolution. Und auch hier ist irgendwie das zentrale Element die Führung. Halt die Führung der Arbeiterklasse in dem Fall, zum Beispiel die Führung der Gewerkschaften. Weil die stammen quasi aus einer ganz anderen Zeit, die stammen aus einer Zeit, wo der Kapitalismus tolle Wachstumsraten hatte und einen großen Markt und alle Kapitalisten waren so, naja, wir geben gerne ein paar Brotkrumen mehr ab so, dann hört sie auf zu streiken und wir können in Ruhe unseren Interessen quasi nachgehen so. Und das bedeutet, dass diese Führung der Arbeiterklasse vor allen Dingen halt so ausverhandeln halt gewöhnt ist, so sich mit den Kapitalisten hinsetzen und sagen, hey, gibt uns doch ein bisschen mehr, dann ist es irgendwie für alle gut so. Und was sie aber nicht gewohnt sind und wovor sie eigentlich zurückschrecken, sind halt diese Arbeitskämpfe, vor allen Dingen hart geführte Arbeitskämpfe, weil die halt diesen möglichen netten Verhandlungspartner verschrecken könnten so. Aber das Ding ist, so wie halt bei uns, bei der Jugend, der Druck zunimmt, so nimmt halt auch der Druck auf die Arbeiterklasse immer mehr zu. Und deswegen sehen wir halt auch trotz dieser passiven Führung immer mehr Arbeitskämpfe oder Ansätze davon. Und das halt auch in Österreich. Also ich weiß nicht, wer vor einem Jahr schon Zeitungen gelesen hat und politisch so, weiß nicht, aktiv oder aufmerksam gewesen ist so. Da gab es so also eine ganze Reihe von Werksschließungen und Massenentlassungen, also bei ATB und Swarovski und MAN, die ganz besonders frech waren, weil die davor Unsummen an Kurzarbeitsgeld bekommen hatten, damit sie genau die Leute irgendwie nicht raushauen so. Und insbesondere bei MAN gab es dann so eine Gegenreaktion. Es gab irgendwie einen Streik und eine Soli-Demo, wo auch so 2000 Leute da waren. Das hört sich irgendwie klein an, aber das war nicht Wien, sondern das war Steyr. Und während der Arbeitszeit für einen Großteil dieser Leute so. Also es war eine kämpferische Stimmung da. Aber die Gewerkschaft hat dann nicht gesagt, okay, das nutzen wir machen was damit, sondern sie hat sich darauf versteift, zu hoffen, einen neuen Investor zu finden für das Werk, der das vielleicht für 3, 4 Jahre dann weiterführt, so, obwohl ein paar Wochen zuvor mit genau dieser Taktik ein Arbeitskampf verloren worden ist, so. Und nur noch eine Sache zu diesem MAN-Ding, weil das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Die haben so viel Kohle bekommen, also Förderung, damit sie dort ein grünes Elektrizitätsmobilitätszentrum aufbauen mit Forschungsschwerpunkt auf E-Lastwägen und versprochen haben, dass sie das über Jahre quasi als Prestigeprojekt des Kampfes gegen den Klimawandel führen sollen. Und ja, sie waren den Lastwagen, glaube ich, fertig entwickelt und sind drauf gekommen, naja, ich kann den auch in Osteuropa produzieren. Ist jetzt nicht so umweltfreundlich, hier ein Werk einzustampfen und auf der anderen Stelle wieder aufzuziehen, so. Aber whatever, so. Und naja, man kann sich irgendwie die Frage stellen, wie hätte eine Klimabewegung bzw. deren Führung an diesem Arbeitskampf anknüpfen können, so. Und ich glaube, das Erste ist ziemlich klar. Macht die Geschäftsbücher auf und weg mit dem Geschäftsgeheimnis so. Wir wollen wissen, was mit diesen Unsummen an Fördergeldern passiert ist und in welche Taschen von welchen Besitzern die hier versickert sind so. Und genauso wie die Arbeiter wollen wir wissen, ob dieses für die Energiewende zentrale Werk wirklich so unprofitabel ist, wie er da tut so. Und wenn wir da einen Einblick erhalten, so, dann können wir quasi diese konkreten Informationen über Verschwendung und Profitgier auch gleich nutzen, um die Jugend mehr zu erzürnen und noch mehr Bewegung in die Klimabewegung reinzubringen, insbesondere gegen die Kapitalisten so. Und das Zweite, was halt weniger eine Forderung mehr als auf die Belegschaft zugehen, hätte mal so sein ausschauen können, oder? Man könnte sagen so, okay. Was ist, wenn die Investoren das Werk trotzdem zusperren wollen, auch nachdem wir in die Bücher reingeschaut haben und gezeigt haben, es ist eh profitabel so?
dann werden ihr, die Arbeiter, halt für die Verstaatlichung des Werkes kämpfen müssen unter Arbeiterkontrolle. Verstaatlicht halt, dass der Staat die Rechnungen zahlt. Und wie kommt man dahin? Was ist der Weg dorthin? Naja, dass ihr das Werk erstmal besetzt und die Produktion aufrechterhaltet so. Und ich meine, wir wissen nicht, ob ihr das irgendwie machen wollt so, aber wenn ihr das macht, dann werden wir nicht tatenlos zusehen als Klimabewegung, sondern wir werden euch mit allen Mitteln unterstützen, nicht nur mit Presseaussendungen. So wie massenhaft Jugendliche Schulstreiks durchgesetzt haben, rufen wir jetzt dazu auf, keine Ahnung, Soli-Brigaden zu gründen, dass man quasi, keine Ahnung, Menschenketten ums Werk organisiert, dass die Polizei euch nicht zum Schutz des Eigentums rausprügelt, so. Wir werden als Schülerschaft Lebensmittel und Sachspenden organisieren für den Fall, dass andere Kapitalisten euch, wie sagt man, sabotieren, dass sie eure Produkte nicht kaufen wollen, boykottieren. Und gegen die ganze Propaganda der bürgerlichen Zeitungen, die jetzt sagen, jetzt seid ihr so verrückt und was machen die Arbeiter da, werden wir Schulzeitungen und Schulflyer drucken, wo irgendwie die Wahrheit draufsteht, nämlich dass ihr für das Interesse irgendwie hier aller kämpft. So. Und ich meine, okay, zugegeben, ein bisschen spekulativ, aber ich glaube, es illustriert einen wichtigen Punkt so. Und zwar, wenn mein Fokus als Führung der Klimabewegung nicht mehr ist, die Bürgerlichen irgendwie vergebens übrigens dazu zu bringen, etwas zu machen, so. Wenn das mein Fokus ist, dann gibt es eigentlich keine wirkliche Aufgabe für die Massen an Jugendlichen, oder? Also ich gehe halt auf die Demo und ich stehe halt und beim nächsten Mal schaue ich, dass noch mehr Leute irgendwie kommen. Aber was mache ich halt dann, wenn die Bürgerlichen halt trotzdem nichts machen wollen, weil sie sagen, es ist mir irgendwie wurscht. Also irgendwann stellt sich die Frage, ob die Taktik was bringt, einfach nur die Demos noch größer zu machen. Und dann kann zum Beispiel die Gefahr sein, dass halt auch ein bisschen einschläft so. Und dieses revolutionäre Klimaprogramm, was ich gerade skizziert habe, mit dem Fokus auf die Arbeiterklasse zuzugehen, das ist da ganz anders, oder? Hier gibt es halt was zu tun für die Bewegung. Also hier pusht man die eigene Organisation, die eigene Aktion, die Organisierung der eigenen Aktion anhand quasi eines größeren Zieles, wo man irgendwie anpackt und halt damit irgendwie auch noch mehr Leute in der Bewegung mitreißt. So. Alles easy. Und hier sieht man auch ein bisschen das, was Trotzki einmal sehr treffend beschrieben hat. Und zwar, die Jugend ist die Kavallerie der Arbeiterklasse. Weiß nicht, das ist ein altes Wort so, glaube ich. Aber was macht so eine Kavallerie aus? Sie ist irgendwie schnell. Und auch die Jugend ist irgendwie schnell. Nämlich schneller bereit, revolutionäre und kämpferische Schlussfolgerungen zu ziehen. Weil sie halt nicht so vorbelastet ist durch vergangene große Niederlagen, wo man halt demoralisiert ist oder so. Und eine Sache, die Jugend halt auch hat, sie ist halt irgendwie freier voranzupreschen. Also sie hat halt irgendwie, in den meisten Fällen, noch keine Familie zu versorgen oder so, oder einen urwichtigen Job, den sie auf keinen Fall irgendwie verlieren darf, so. Und dementsprechend, wenn so eine Jugendbewegung es richtig angeht, dann kann sie der Arbeiterklasse eine extrem essentielle Hilfe und Inspiration sein, ihrer eigenen passiven Führung in zum Beispiel der Gewerkschaft ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen, so. Genau. Und ich glaube, hier sieht man halt, dass dieses revolutionäre Programm aus einem ganz bestimmten Grund effektiv für die Klimabewegung ist. Denn in Zeiten, in denen quasi diese Forderungen immer häufiger werden, weil es halt immer mehr hart geführte Arbeitskämpfe gibt so und diese Forderung der Arbeiterkontrolle auch tatsächlich hier und da durchgesetzt wird so, irgendwann kommt halt der Punkt, wo das in etwas umschlägt, was man Revolution nennt. Sprich, Arbeiter haben nicht nur die Kontrolle über einzelne Betriebe oder einzelne Teile der Gesellschaft, sondern sie übernehmen die Kontrolle über die gesamte Gesellschaft und halt eigentlich hauptsächlich über sich und ihr eigenes Leben so und können halt dann eine Planwirtschaft einführen so. Und das ist halt das, was diese Übergangsforderung so geil macht. Es ist quasi nicht nur der effektivste Weg, im Hier und Jetzt dafür zu kämpfen, dass sich was tut, und eigentlich auch zu verteidigen gegen die ganzen Versuche der Bürgerlichen, die Kosten der Klimakatastrophe auf uns abzuwälzen, so. Also da muss man irgendwie auch hart kämpfen. Sie ist vor allen Dingen halt auch der Schlüssel, den Kapitalismus zu stürzen und halt, wie gesagt, eine demokratische Planwirtschaft irgendwie aufzubauen, nachdem halt einfach alles strebt und das halt nur durch die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse zurückgehalten wird. Man kann das irgendwie sehr kurz fassen. Klimakampf und Kampf gegen den Kapitalismus ist irgendwie nichts Getrenntes, so was mal hier und da zusammenfällt, sondern der konsequenteste Kampf gegen die Klimakatastrophe ist der Kampf gegen den Kapitalismus. So. Gut, hört sich nett an, aber wie kommen wir dahin? Was ist irgendwie der erste Schritt so?
Der erste Schritt ist, glaube ich, ganz offensichtlich, die Möglichkeit zu schaffen, dass überhaupt so ein Programm gehört werden kann, oder? Ich meine, die Bürgerlichen, die haben allerlei Kanäle und Organisationen, um ihre Ideen in die Massenbewegungen zu bringen. So zum Beispiel die Grünen, ihre Zeitungen, Talkshows, wo dann Experten, in Anführungszeichen, davon reden, dass die freie Marktwirtschaft eh alle Probleme lösen wird. Ein Staatsapparat, der dann hier und da auch ein paar Zugeständnisse macht, so. Und ganz ehrlich, die Bürgerlichen sitzen halt an den Hebeln augenscheinlich. Es ist dementsprechend auch ein bisschen natürlich, dass der erste Gedanke ist, den man sich denkt, die Forderung, etwas muss passieren, an sie zu richten, oder? Und das hat man irgendwie gut in der ersten Phase der Klimabewegung gesehen, die halt auch eine Führung hervorgebracht hat, die quasi so ein bürgerliches Programm vertritt, so. Weiß nicht, wer beim ersten internationalen Klimastreik dabei war, aber da war halt wirklich so die Stimmung. Das ist eigentlich gar nicht so radikal. Hier können Linke, ÖVPler, Kapitalisten, Arbeiter, Rechte, Rassisten, was auch immer sein so. Weil egal, was du für einen politischen Zugang hast, der Klimawandel, den wollen wir doch irgendwie alle nicht, oder? Und ich kann mich noch daran entsinnen, dass zum Beispiel wir ein bisschen Stress hatten mit Demo-Ordnern, weil sie gesagt haben, auf euren Flyern steht Antirassismus drauf. Was ist denn mit den Rassisten, die auf dieser Demo sind? Könnt ihr das irgendwie nicht unterlassen? Ja. Aber ich meine, macht ja irgendwie Sinn, oder? Ich meine, auch Rassisten wollen irgendwie nicht in der Klimahölle leben, oder? Genau. Und ich meine, dieser erste Klimastreik war so inspirierend. Das waren einfach so 20.000 am Heldenplatz, so. Was, Heldenplatz? In Wien? Anyway. Und teilweise halt gegen den Willen ihrer Direktorin, wo es halt, weiß nicht, wer sich daran erinnert, halt so Strafandrohungen für die Schüler gab. Und die haben es trotzdem gemacht, so. Und es hat geklappt. Und die Stimmung war, jetzt wird sich was tun. Aber mit jedem weiteren Streik hat sich zumindest für einen Teil gezeigt, hey, hier tut sich eigentlich nichts. Jede Regierung, egal wo, lügt uns an, verschleppt die Sachen, die sie versprochen haben. Teilweise üben sie Druck auf uns aus, dass wir nicht weiter protestieren können, so. Das heißt, irgendwie, denen das irgendwie aufgefallen ist, so Teile, haben quasi begonnen, radikale Schlussfolgerungen zu ziehen und sich nach einem neuen Programm, neuen Ideen umzuschauen, so. Jetzt ist aber das Problem, es gibt keine organisatorische Kraft, die halt stark genug wäre, ein konsequentes, revolutionäres Programm als Alternative in der Bewegung sichtbar zu machen, um dass sich quasi diese Schichten, die sich halt beginnen zu radikalisieren, sammeln könnten, so. Was quasi diesen Differenzierungsprozess seinen bewussten Ausdruck geben würde und diese ganzen Kräfte an revolutionären Teilen bündeln könnte, damit sie einen politischen Kampf mit der alten Führung um die unentschlossenen Teile der Klimabewegung führt, so. Also politischen Kampf heißt halt, wer hat die besten Ideen? Genau. Und ja, es hört sich, macht das irgendwie so ein Problem so? Naja, ich weiß nicht. Die Jugend so kämpft irgendwie in der Klimabewegung. Der Klimawandel ist offensichtlich noch nicht gelöst. Um genau zu sein, löst der Kapitalismus gar keine Probleme, weder von Arbeitern noch von der Jugend. Also Schule, Uni, Corona, das war irgendwie eine einzige Katastrophe. Die Wut steigt und wenn schon die jetzigen Massenbewegungen beeindruckend sind, dann ist das nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen mag, so. Und für all jene, die es irgendwie unter den Fingern brennt, was gegen diesen ganzen Müll zu machen, der uns umgibt, so, kann ich halt sagen, macht mit bei uns so. Helft uns irgendwie, Leute einzusammeln, die den Kapitalismus stürzen wollen, so. Bilden wir uns irgendwie zu Revolutionären und Revolutionärinnen aus, so. Schauen, dass wir, wo es irgendwie geht, schon für die richtigen Ideen kämpfen. Sprich, bauen wir halt eine Organisation auf, die laut und egal wann und wo das Programm der Revolution vertreten kann, so. So dass dann, wenn dann die nächsten großen Massenbewegungen hereinbrechen, wir bereit sind, den Leuten Ideen und Werkzeuge in die Hand zu geben, die sie halt brauchen, nicht nur um die Klimakatastrophe zu verhindern, sondern auch mit diesem gesamten Scheißsystem fertig zu werden, was die Zerstörung der Erde und unendlich, naja, unendlich vielleicht übertrieben, sehr viele andere Zerstörungen hervorgebracht hat.